Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal vom Blauzahn. Heute geht es nochmal um den Kona Elektro in der Basisvariante. Ihr habt schon zwei Videos dazu gesehen zum Verbrauch und zum Koffertest. Und heute geht es einfach nur darum, was ist eigentlich enthalten in der Basis, in der absoluten Basisausstattung, was kostet er? Und das machen wir ganz kurz in diesem Video. So, habe jetzt gerade vom Händler den Kona übernommen. Das ist der kleine mit 100 Kilowatt Motorleistung, also auch mit der kleinen Batterie, 39 Kilowattstunden. Habe jetzt noch 50% Akku, 145 Kilometer Restreichweite, circa. Das ist ja immer abhängig von der Fahrweise. Das ist kein fest eingestellter Wert, sondern das ist sehr dynamisch, je nachdem wie man fährt. Ja, ist schon das neuere Modell, 2020er Modell, aber auch nur einphasig. Der Kleine hat hier einphasig nur, aber das neue Navigationssystem schon, was ich persönlich wirklich sehr, sehr gelungen finde. Und das ist doch ganz nett. Der Wagen ist relativ neu, hat erst 124 Kilometer insgesamt gelaufen. Ja, nicht wundern eben über die lauten Geräusche. Das Fenster war auf. Das Material ist natürlich hier alles Hartplastik. Beim Ioniq ist das weicher, zumindest vorne. Aber insgesamt finde ich das Ambiente ganz gelungen. Es sieht nicht wirklich so billig aus, wie die Materialien vermuten lassen, wenn man draufklopft. Das ist doch, auch hier beim Ioniq ist das hier weich, so ein Lederimitat. Hier ist es halt Plastik. Und auch das ist alles Plastik. Das ist beim Ioniq ganz weich. So wie hier. Ja, wirklich eine schöne Farbe. Richtig Perleffekt. Perleffektfarbe. Sieht man auf dem Video gar nicht so gut. Aber echt wunderschönes Auto. Sieht richtig gut aus. Ladestation gehangen. ABC, Always Be Charging, also immer laden, wenn es geht, nicht wenn man muss. Deswegen sehr, sehr schön, gefällt mir wirklich gut. Kona ist einfach ein Geheimtipp. Gerade die größere Version mit 64 Kilowattstunden ist der absolute Knaller. Super Langstreckenfahrzeug. So, ich nuckel hier noch ein bisschen an AC. Das ist eine dreiphasige Wallbox mit 11 Kilowatt, also 16 Ampere. Und der Kona zieht hier, weil er ein Einphasenlader ist, ja, 3,5 kW. 3,7, 3,6 ist so das Maximum bei 16 Ampere. Wenn er Dreiphasenlader hätte, würden wir hier schön mit 11 kW ziehen. 10,5, 11 kW. Das wäre doch eine deutliche Verbesserung. Gucken wir mal, was der hat, der Wagen. Und zwar ist das der Kona Elektro. Also ein Kona Elektro in der Basisausstattung. Deswegen hier Elektro. Das heißt, er hat keine besondere Bezeichnung, wie zum Beispiel Trend, Style oder Premium. Nein, das ist die absolute Basis. Noch eins unter der früheren Trend-Version. Und Sonderausstattungen haben wir dann trotzdem noch ein bisschen dazu, nämlich hier das Advantage-Paket mit dem Navigationssystem und Wärmepumpe, Lenkrad beheizbar, Einparkhilfe, dunkle Scheiben. Und dann kommen wir hier auf den Endpreis von 35.290. Da geht dann die Beteiligung noch von der BAFA ab, das sind dann auch nochmal 6.000 Euro und landen dann bei 29.000. Und ein paar geriebenen. Vielleicht kann man auch noch beim Händler ein bisschen was rausholen. Aber viel wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Trotzdem landet man unter 30.000. Die Ausstattung ist okay. Also wir haben hier beheizte Sitze. Das Lenkrad ist beheizt. Wir haben das große Navigationssystem.
Und nicht den kleinen Bildschirm, den es in der Basis gibt mit Android Auto oder Apple CarPlay, sondern tatsächlich ein integriertes Navigationssystem. Die Wärmepumpe ist dabei und ein bisschen Abstandsregel, Tempomat und wir haben den Spurhalteassistenten. Also eigentlich keine schlechte Ausstattung, trotz der Basisversion. Und wenn man sich die Sitze mal anguckt, die sind auch wirklich sehr schick in der Stoffversion. Die gefallen mir echt gut. Das sieht ganz schön aus. Gucken wir mal hinten hier. Es ist ziemlich hell draußen. Die sehen wirklich echt, echt edel aus. Das meint man gar nicht. Und kann man so lassen, glaube ich. Ich würde sowieso immer eher Stoff nehmen als Leder. In meinem Ioniq war halt Leder drin, das große Lederpaket mit Sitzklimatisierung. Aber ansonsten hätte ich Stoff genommen, wenn ich einen passenden Wagen bekommen hätte. Alcantara ist für mich das Optimum, aber ansonsten halt immer Stoff. Dabei ist auch noch das DAB-Radio und die Rückfahrkamera. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, der Akku 39 Kilowattstunden ist eigentlich nicht schlecht. Reichweite ist für viele ausreichend. So im Alltag kommt man über 300 Kilometer mit. Aber leider auch wie beim Ioniq Facelift sehr langsame Ladegeschwindigkeit, maximal so etwas über 45 Kilowatt Ladeleistung und dann auch relativ schnell wieder drunter, also auch weit unter 40 Kilowatt, braucht auf 80% 54 Minuten. Das ist wirklich einfach zu lange. Aber jemand, der wirklich nur im Alltag 95% im Alltag rumfährt und nur zu Hause lädt, dem wird das gar nicht auffallen. Daher ist es gar nicht ganz so schlimm. Und natürlich kommt man auch Langstrecken irgendwann an. Ja, also man hat eine hohe Startreichweite, etwas unter 300 Kilometer Autobahn. Dann macht man eine Dreiviertelstunde Pause, lädt nochmal 250 Kilometer rein und dann ist man schon über 500 Kilometer gefahren mit 45 Minuten Pause. Das ist, wenn man es nicht ständig macht, akzeptabel und deswegen kann man eigentlich auch hier den kleinen empfehlen. Es kommt immer auf den Anwendungszweck an. Das ist ein bisschen anders bei Elektroautos, zumindest noch. Da geht es auch um Ladegeschwindigkeit und Akkugröße, während man beim Verbrenner hingegen das komplett außer Acht lassen kann. Ja, ich habe den Wagen in der Zeit bekommen, wo der Ioniq von mir schon wieder in der Inspektion ist. Da habe ich gefragt, ob ich nicht mal einen Kona fahren kann und da haben die mir den gegeben. Da steht mein Ioniq, der wird auch gerade geladen.